In der Lebensmitteltechnologie geht es nicht alleine um die Produkte, es geht vor allen Dingen auch um die Schnittstellen und die einzelnen Schritte, die man im Prozess zusammenfügt. Wir haben hier in Weinstephan eine moderne Ausstattung, wir haben wöchentliche Laborpraktika und auch einzelne Tage, an denen wir Exkursionen in Betriebe machen. Dadurch kann man einen guten Einblick auch in den Prozess bekommen, die einzelnen Schritte und die einzelnen Maschinen und Geräte. Ich hatte hier in Freising eine tolle Zeit. Ich bin während meinem Studium auf das Thema Lebensmittel 3D-Druck aufmerksam geworden und habe das jetzt auch anschließend zu meiner Arbeit gemacht. Ich habe an der Hochschule Lebensmitteltechnologie studiert und bin jetzt bei der Krones AG verantwortlich für Prozesstechnik. Ja, auf den beruflichen Alltag wird man in Weinstephan vorbereitet mit einem soliden Werkzeugkasten. Man lernt, welche Werkzeuge wo einzusetzen sind. Das fachliche Grundverständnis in manchen Positionen ist essentiell für erfolgreiche Arbeit. Lebensmitteltechnologie ist für mich ein vielfältiges Studium. Man sitzt nicht nur in der Vorlesung nebeneinander, man arbeitet in kleinen Gruppen, sowohl im Labor als auch bei Übungen. Man lernt sich besser kennen, man hat sehr, sehr, sehr viel Spaß zusammen. Man hat einfach den Bezug zu den Kommilitonen und zu den Professoren.